Er läuft und läuft und läuft und läuft. Und damit begrüße ich euch recht herzlich zu einer weiteren Folge Minecraft Stranded. Und wir hören es, wir haben schon wieder Besuch bekommen. Da oben ist gerade die Tür aufgeknackt worden. Ihr seht es, ich habe hier einen Advanced Energy Cube stehen. Denkt ihr euch sicherlich, wo hat der denn jetzt plötzlich das Lapis her? Der hatte doch letzte Folge gar kein Lapis. Tja, falsch gedacht, meine lieben Freunde. Das Lapis lag nur da oben in der anderen Kiste neben unserer Smeltery. Tja, Ben hat wieder mal nicht dran gedacht. So, wir sehen, dass unser Liquefacted Coal hier relativ flott verbrannt wird. Weshalb wir natürlich relativ schnell dafür sorgen sollten, dass wir hier immer schön 4 Buckets von verflüssigter Kohle drin haben. Liquefacted Coal. Jetzt haben wir's. Was habe ich mir da gedacht? Naja, da wir noch nicht die nötigen Ressourcen für die Tesserakte haben, brauchen ja ein paar Ender-Äuglines, müssen wir uns vorerst mit Tanks aushelfen. Ich habe jetzt gerade Angst, dass da ein Zombie die Treppe runtergelatscht kommt. Ist natürlich Quatsch. Trotzdem hört sich so an. Was habe ich gerade gesagt? Ender. Tank. Hier, Portable Tank. Den Portable Tank hier habe ich ebenfalls hinten bei unserer Smeltery abgebaut. Da gehen 8. Moment. Da gehen 8 Buckets rein. Ist mir aber noch ein bisschen zu wenig, da muss ich ja trotzdem 100 Mal laufen, weshalb ich den gerne noch etwas vergrößern würde. Portable Tank ist der kleinste. Da ist er. Eins größer wäre ein Hardened Tank. Der benötigt 4 mal Invar außenrum. 4 mal Invar außenrum. Ach, 4, Entschuldigung. 4 mal Invar außenrum. Und um Invar herzustellen, Invar. Müssen wir natürlich zuerst einen, wo ist er? Da, Induction Smelter bauen. Dann können wir nämlich mit 2 Iron und einem Ferrous Metal da einfach 3 Invar rausbekommen. Einen Induction Smelter. Den produzieren wir damit. Machine Frame hatten wir ja schon vorbereitet. Einmal haben wir sowieso immer. Copper haben wir auch. Redstone Reception Coil haben wir auch letztes Mal schon gebaut und unnütz dann in der Gegend rumliegen gehabt. Jetzt können wir immerhin einen Induction Smelter draus bauen. Tada! So. Induction Smelter einmal neben dran stellen. Klick. Und schon können wir hier mit unseren 2 Eisen und einem Ferrous Ingot Gedöns hier unsere Invar Ingots herstellen. Huch. Achso, ist schon fertig. So, Ausgang, den können wir eigentlich auch so setzen. Passt. Jetzt haben wir hier nämlich 4 von denen. Und mit einem Tank in der Mitte können wir dann den schönen Tank bauen. Ich weiß gar nicht, warum ich da jedes Mal ein Leerzeichen dran haue. Hardened Portable Tank. Oh, will er nicht. Okay, dann eben von Hand. Jetzt hoffe ich, dass ich das richtig gemacht habe. Ja, Hardened Portable Tank. Jetzt würde ich natürlich auch gerne den Reinforced Portable Tank bauen. Leider brauche ich dazu entweder Fused Quartz oder Blast Glass. Und für Blast Glass brauchen wir natürlich Obsidian. So, woher Obsidian nehmen und nicht stehlen, frage ich euch jetzt, ne? Weil mit dem Gedöns, was wir hier haben, kann ich noch kein Obsidian abbauen. Und ob sie es jetzt so rentieren würde mit einem Diamanten, die Iron Pickaxe hier. Ist es eine Iron Pickaxe? Ja, ne? Die Iron Pickaxe hier zu upgraden, dass er Obsidian abbauen kann, weiß nicht. Mir wäre es eigentlich lieber, wenn wir uns entweder etwas aus Steel bauen. Also hier so eine, nee, die nicht. Wo sind sie denn? Die Tinkers Construct Steel Sachen. Da. Entweder so eine Steel Pickaxe hier, mit der kann ich Obsidian abbauen. Oder gleich einen Schritt weiter gehen und nach Alumite, diesem schönen rosa knuffig Gedöns hier bauen. Alumite Lumber X hat Reinforced 2 und Steel hat, das haben wir auch gerade schon richtig, Reinforced 2. Dann gehen wir mal kurz schnell in unser schlaues Buch nachschauen, was denn davon besser ist. Schlecht. Wer hat an der Tür gesägt? Kein Gegner da.
Aber wir werden wahrscheinlich gleich Besuch bekommen. Wenn ich jetzt nicht hier schleunigst einen Stein oder etwas Ähnliches reinhaue. Zack. Loch schnell zu. Das war der Besuch von eben. Zack. So. Wir wollten nachschauen nach. Oh, da ist doch eine Tür. Warum nimmst du nicht einfach die Tür, Ben? Hallo, Tür. Zack, zack. Hallo, Tür. Ja, ich weiß auch nicht, warum ich immer diese Türen da hinstelle. Das ist eigentlich absolut. Naja. Materials hier. Materials and you. Zack. So. Alumite. Excavator, Cleaver. Alumite. 550. Kobalt. 841,5. Alumite, Netherrack, Blue, Green, Paper. Kobalt, Ardite, Malinium, Kobalt. Steel, das ist es doch. 841,5. Hat aber mehr Durability. Sehe ich das richtig? Ja, ne? Tja, dann ist es eigentlich vollkommen Puste, ne? Pustekuchen. Wir müssen uns so oder so noch eine Axt, noch eine Pickaxe bauen, die Mining Level 5 hat. Minillium nehme ich. Müssen wir das? Nee, ne, müssen wir eigentlich gar nicht. Naja. Mal schauen, mal schauen, mal schauen, mal schauen. Also zuerst mal schnell hier eine Steel-Axt, das brauchen wir nicht mehr. Eine Steel-Axt hinzaubern. Dazu natürlich vonnöten Stahl. Und wir erinnern uns kurz, eine Pickaxe braucht, wenn sie komplett aus dem einzelnen Material gebaut werden will, soll, was auch immer. Zwei Ingots, zwei volle Ingots. Also hier mal schnell die Ingots rein. Dann des Weiteren könnte ich mir noch einen, der ist leer, ja, einen Eimer mit Wasser mitnehmen. Denn nachdem wir dann schleunigst die Pickaxe gemacht haben, den kann ich auch mal vorerst hier lassen. Plupp, hier hinten in der Ecke habe ich übrigens mal alles geparkt, was wir vorerst nicht mehr brauchen. Nur so als Materiallager quasi. Nachdem wir die Steel Pickaxe gemacht haben, hüpfen wir dann schnell ins nächste, also in unser viertes Age, so in Age 4. Denn da hatten wir ja direkt neben dem Spawn diesen schönen Lavasee. Dort kippen wir dann einmal Wasser drüber und dann sind wir happy. Dann können wir unser Obsidian abbauen. Ohne Probleme, hoffentlich. So. Ich habe auch unten Obsidian, ja, ich weiß. Aber es natürlich, stellt sich natürlich die Frage, wie wir da am besten, ne, und so weiter und so fort. Da ist noch alles zu, keine Gegner da, okay. Mal schnell Wasser. Wasser einmal mitnehmen. So. Meanwhile dürfte unser Stahl fertig sein. Hep. Stahl. Stahl, da ist er. So, und dann schleunigst zurück. Zurück, zurück, zurück. So. Den Stahl da rein. Hep. Und dann hier schon mal die passenden. Oh, wo habe ich die denn? Oh, wo habe ich die denn? Da. Ja, Schock. Two-Rod. Ein hiervon. Und jetzt ist natürlich die Frage, ob wir das Tool-Binding ebenfalls aus Stahl machen wollen oder doch lieber aus Papier. Also mal kurz überlegen, welche Modifier brauchen wir? Ich hätte gerne auf der Pickaxe den Modifier Lack. Und och nein. Versau mir nicht die Aufnahme hier, Mr. Postmann. Was hatte ich gesagt? Oh shit, 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 Modifier, Sekunde, Modifier, Lack und Haste. Das sind schon mal zwei. Und der dritte wäre dann dieses schöne Ding hier von wegen die Batterie hier draufsetzen. Dafür brauchen wir nämlich keine. Ich sollte was essen. Dafür brauchen wir nämlich keine HP der Geräte mehr, sondern nur noch den Strom und können. Deshalb habe ich auch unten extra die Mechanism-Batterie aufgestellt. Auch an der Mechanism-Batterie unsere Werkzeuge aufladen. Haha, ja. So, Stahl ist geschmolzen. Ja, Stahl ist geschmolzen, sehr schön. Shit, jetzt habe ich vergessen nachzusehen. Ist eigentlich vollkommen egal, ne? Eins, zwei. Wir machen uns nämlich einfach mal die drei hier. Zur Not können wir den einen dann wieder einschmelzen. Das waren jetzt drei Modifier, ne? Haste, Luck und die Batterie. Sonst fällt mir jetzt eigentlich nichts mehr ein.
was ich noch so bräuchte. Ich könnte noch mal schnell einen Blick in unser schönes Büchlein werfen. Kann es aber auch sein lassen, ne? Zur Not machen wir uns das Gedöns einfach neu, denn wir wissen jetzt ja, wir haben mehr als genug Eisen und Kohle, sowieso. Charcoal, zumindest mal. So. Also 1, 2, 3. Hü-lü-lü-lü-lü-lü-lü, da ist er. So, du da. Du. Also uno, due, tre. Modifier 3. Passt. Perfekt. Brauche ich noch nicht mal den hier aus Papier. Eins dieser drei würde ich gerne aus Obsidian machen, weil wir dann das Reinforce 3 bekommen. Funktioniert, soweit ich das beobachtet habe, auch auf der Batterieversion von dem Werkzeug, das wollte ich sagen. So, jetzt war ich natürlich so clever und habe alles mit nach unten genommen, weshalb ich das Redstone, machen wir einfach mal gleich 5 Stück drauf. Achso, nee, vergiss es mal, einen drauf. Also, wo ist sie denn? Drin liegt sie. Zuerst die Batterie drauf. Okay. Ja, ich will, dass es schön aussieht. Hahaha. So. Dann den Haze. Jetzt brauchen wir natürlich nochmal den Lack von unten. Lack deshalb, weil ich dann mit dem Hammer mit Zig-Touch nachher rumdüse und alles mit Zig-Touch abbaue. Und dann die Sachen, die wirklich wichtig sind, die wir in den Maschinen nicht verdoppeln können, zum Beispiel das Lapis oder Diamanten oder Redstone oder was, weiß der Geier was, Glowstone, was auch immer. Dann quasi mit meiner Pickaxe hier nochmal schnell bearbeiten möchte. Möchte, können, sollen. Tralala. Sehr schön. Zack. Läuft. So. Und nochmal schnell nach unten. Kurz auffüllen. Und dann eine Etage tiefer rennen. Und mal schauen, ob ich damit. Oh, das geht aber flott. Wow. Wie und ob ich damit mein Obsidian unten abbauen kann. So. Die können wir draußen an die Wand hängen. Oh, was ist das? Hä? Eine unsichtbare Spinne. Okay, da gehe ich gerade mal nicht raus. okay. Wo war ich stehen geblieben? Ab nach unten. Geht auch nicht. Da müssen wir rennen. Wir erinnern uns, wir. Da ist er. Wir erinnern uns, wir haben unten relativ viel Lava zur Verfügung. Bei dem Löschelchen, das wir da gebuddelt haben. Oder bei den Löschelchen, die wir gebuddelt haben. Da geht's entlang. So. Ist natürlich nur die Frage, wie tief die ist und ob wir die auch gut abbauen können. Wir könnten natürlich auch mal schnell nachschauen, ob wir die da nicht einfach nehmen. Ich würde fast sagen, da hinten brauchen wir gar kein Wasser mehr drauf zu geben. Da ist schon Obsidian, ne? So, hep. Oh, da hätten wir schon mal ein Obsidian. Und los geht's. Läuft, wenn auch langsam, würde ich sagen. Hoffen wir mal, dass kein Lava drunter ist. Und Lava. Gut. Nummer 1 hätten wir. Und während ich jetzt versuche, hier nicht in der Lava zu verbrennen und drei weitere Obsidian abbaue, würde ich sagen, bedanke ich mich. Tja, momentan wieder leider als Steve. Recht herzlich bei euch, dass ihr zugesehen habt. Und das nächste Mal dann mit fertig abgebauten Obsidian. Bis dahin also, ciao, ciao, euer Ben.